Minecraft zur weiteren Folge Minecraft City und ich will heute hier im Deep Storage Raum ein bisschen was umgestalten und noch zwei Deep Storage reinmachen. Deshalb fangen wir auch gleich an. Deep Storage brauchen wir und Plastik haben wir glaube ich noch. Kisten, haben wir noch Kisten? Ich habe keine Ahnung. Nein, nicht. Ja, mei, schon wieder falsch. So, jetzt das brauchen wir. Wir müssen zwei Deep Storage bauen, sind 8, 2, 4, 6, 8 Kisten. Weil wir brauchen eben im anderen Raum noch zwei Deep Storage. Wir haben kein Invar mehr. Was müssen wir dafür machen? Ferrous und Iron. Ferrous. So. Iron. So. Jetzt hauen wir gleich mal in den Ofen. Geht ja zum Glück ruckzuck. Mal 2 sind, ich habe keine Ahnung. 1 zurück. 2, 3, 4, 5, 8. Sehr gut. Dann brauchen wir das hier. Und wir haben kein Fused Quartz mehr. Nein. Falsch. Muss man immer schnell sein. Okay, ich brauche viel Nether Quartz. Nether. Nether Quartz. Hier rein. Zack, wird auch produziert. Deep. Warte mal, wir gucken mal, ob man noch plus. Sheets haben wir noch genug. Okay. Deep Storage. Ja, ist gut. Ja, Deep Storage. 1, 2. Na. Gut, dann machen wir erst das andere. Davon brauchen wir auch noch ein paar. Dann brauchen wir auch Fuse Quartz. Oder Hardened. Hardened. 1. Okay. Nächster Versuch nochmal. 2. Okay. Haben wir genug? Dann das hier. Da haben wir auch keine mehr. Hi. Okay. Dann machen wir die Rohstoffe hierfür. Nicht dafür, sondern für das Resonant Energy Cell Frame MT. Enderium. Induction Smelter. Enderium Base. Haben wir noch genug? Und dann brauchen wir noch dieses komische. Oh, wie heißt das? Ich weiß, dass es ganz unten im ME ist. Hier, die hier brauchen wir noch. Ender Pearl nehmen wir auch noch mit. So, so und so. So, damit es ein bisschen schneller geht, befüllen wir hier einfach 2.
Oh, nach oben. So, jetzt jetzt müssen wir eigentlich genug für die Boxen haben. Gut. Alle drin. Das hier brauchen wir noch. Brauchen wir noch eins. Ah, das dauert ein bisschen. Aber warte mal, wir könnten noch was anderes machen. Wir brauchen nämlich noch Storage Bus. ME Storage Bus. Kein Interface mehr. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Cores. Haben wir auch nichts mehr. Ist ja nichts mehr da von dem, was ich brauche. Crystal. Core. Den hier brauchen wir noch. Da brauchen wir das auch. Okay. Passt ja dann. Gibt es nur eins? Ich glaube, da muss ich dafür noch ein paar von den Crystals in Auftrag geben. Machen wir mal 100. Starch. So, jetzt Deep Storage könnte man eigentlich fertig machen. Jetzt müsste noch mal so sein. Eins, zwei. Kommt hier hin. Und dann brauchen wir die Wrench. Weil ich möchte es so haben. Hallo, geh weg. Ich möchte es ein bisschen so umändern, damit ich vom ME aus auch auf die Items hier zugreifen kann. Und dafür braucht man einen ME Storage Bus. Und der erlaubt uns dann einfach die Items, die hier in den Deep Storage sind, zu verwenden. Ohne dass wir hier immer dauernd drüber laufen müssen. Das heißt, wir können einfach ans ME gehen und kriegen dann eben die Sachen. So, bei dem hier habe ich das nämlich schon eingebaut. Da ist hier oben schon ein ME-Bus drin. Storage Bus. Und jetzt müssen wir das eben für die restlichen noch einbauen. So, haben wir hier einen Haufen anderes Zeug noch. Das macht aber gar nichts. Shadow etwa eine Ender Chest mit derselben Codierung wie ich? Weil in die Ender Pouch bin ich ja gerade nicht rein, oder? Na, das werde ich mal noch nachprüfen. Deep Storage Hammer. Dann müssen wir Crystals Hammer. Sehr gut. Core. Davon braucht man. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Ist egal, wir machen Crystal. Machen wir mal 64 da rein. Damit wir da genug haben.
Können auch alles unten craften, weiß auch nicht. Oh, das ging ja flott. Okay. Gut, jetzt müsste man genug haben. Also Interface ME Interface brauchen wir. 25 kann man immer gebrauchen. Dann der Storage. Was? Ne, nicht Essential, sondern ME Storage Bus. 19. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. War ein bisschen falsch. Müssen wir genau klicken. So, 10 Stück haben wir noch. Bleiben 2 über, das ist in Ordnung. So. Gut, jetzt ist nur die Frage, weiß er schon, was er da reinmachen muss? Wahrscheinlich nicht. Hier habe ich den Sand rein. Machen hier mal. Ups. Stein. Wir könnten das ausprobieren. Und zwar will ich den Basalt und Netherrack will ich noch in einen Deep Storage reinmachen. Hier ist noch nichts drin. Wenn ich hier jetzt den Basalt reinlege, macht er nichts. Okay, hier legen wir mal den Netherrack rein, macht da auch nichts. Okay, das heißt, es funktioniert nicht wirklich nur damit, dass ich das da reinhaue, sondern ich muss da schon noch ein bisschen mehr einstellen. Ich weiß aber noch gar nicht wie. Da wäre jetzt natürlich Mavia von Vorteil. Der kennt sich damit nämlich richtig gut aus. Also ich bin mir sicher, dass ich hier das eben reinmachen muss. Vielleicht muss ich da auch den unteren nehmen. Da ist immer noch nichts drin. Nee. Also das sollte egal sein. Input, Output. Extract only. Insert only. Nee, auch nicht. Halt hier unten sind wir. Ja, das wird gleich noch eine spannende Geschichte. Also ich bin mir sicher, dass ich hier eben zuweisen muss, was er kriegen soll. Oh. Oh, das war ein bisschen viel. Egal. Mich immer verklicken, was soll denn das? Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Gleich geschafft.
Also was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass ich das Zeug, was hier drin ist, anzeigen lasse. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich da nochmal extra einen Exportbus dran machen muss. Es wäre ja eigentlich sinnlos für mich, für meine Begriffe. So, wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir hier schon, da ist der Abyssal Stone, der Andesit, der Cobblestone müsste auch drin sein, 3,3 Milliarden, Millionen. So, also das funktioniert schon mal. Jetzt müssen wir noch überlegen, wie der das hier rüberzieht. Gucken wir mal. Muss ich hier noch eingeben? Muss ich da noch eingeben, was der rüberziehen muss? Also so auf keinen Fall. Direct Input-Output-Mode. Ein Redstone-Signal brauche ich nicht. Basing Stored Item. So, ich werde mich kurz informieren, dann machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo, ja, also zurück nach dem Cut. Ich weiß, woran es liegt. Und zwar, wenn hier im ME irgendwas ankommt, dann versucht das ME das zuerst auf den Disketten zu speichern. Aber wenn man die Priorität des ME Storage Bus erhöht, und zwar hier oben die Priorität auf 1 setzt, wir setzen jetzt mal wieder auf 0, dann kommt hier nichts an. Ja, es geht aber nur um Items, die neu ins ME kommen. Das heißt, allen alten Netherrack, den ich im ME habe, der bleibt da auch. Jetzt stellen wir denn die Priorität wieder auf 1. Das heißt, die Priorität vom ME Storage Bus ist höher wie die des MEs und zack, kommen hier die neuen Netherracks auch direkt in das Deep Storage rein. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil wir hier schon manche haben, einiges haben, das im ME ist, aber ich guck mal gleich. Ich glaube, ich weiß da eine relativ einfache Möglichkeit, wie ich die alle hier rüber kriegen kann, ohne das allzu aufwendig machen zu lassen. Ich setze jetzt erstmal die Priorität hier bei allen ME Storage Büssen, Bussen auf 1, damit es auch klar definiert ist, dass das Zeug hier rein soll. Und nicht auf die Storage Cells. Sonst haben wir ja dasselbe Problem wie vorher auch. Hier hauen wir das noch rein. Das hat nämlich gefehlt. So, jetzt haben wir die alle hier auf 1 stehen. Jetzt. Ich hatte doch genügend, oder? Wo sind jetzt die zwei anderen hin? Hier nicht. Das hauen wir mal da noch rein. So, Fassaden. Gut, die Priorität ist jetzt bei allen auf Maximum. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen
Moment, ich soll vielleicht erst hier mal ausmachen. Da kommt aber noch Zeug nach. Ne, ist egal. Wir hauen jetzt hier einfach mal das raus. Eine neue, die neuen Zellen rein. Und hier kommt jetzt auch schon wieder was an. Ist gut. Wir haben hier jetzt nur das drin, was in den Deep Storage ist. Und jetzt hauen wir die einfach. Jetzt hauen wir einfach alles von den Disketten einmal runter. Und es sollte dann eigentlich alles hier drin laden, weil ja die Priorität höher ist. Gucken wir mal. Wenn wir hier fertig sind, sollte das genau so sein. Essen sollte man natürlich nicht vergessen. Der saugt jetzt alles hier runter und dann passt es. Wenn wir hier jetzt mal reingucken, sehen wir hier schon 19.000 Netherrack. Da können wir ja beide reinlegen. So, und wenn wir jetzt gucken, dann müssten vom Basalt 24.000 da sein und hier sind auch 19.000. Das heißt, was wir gebaut haben, hat funktioniert. Auch der Wechsel von den Zellen auf die Deep Storage und meine ME ist entlastet. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Moment, die sollen eigentlich noch darin. Ciao, Minecraft.